Also, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer letzten Sitzung unseres Kolloquiums in diesem Semester, Praxen und Praktiken des Erziehens. Und ganz besonders begrüße ich Herrn Benner, der nun in diesem Semester den Abschlussvortrag halten wird unter dem Titel Lehren als didaktische Praktik der Erziehung. Ganz kurz zur Person von Herrn Benner, obwohl das eigentlich hier in diesen Räumen kaum noch nötig scheint. Herr Benner hat bei Josef Derbolaff in Bonn studiert, ist dann aber in Wien promoviert worden, hatte 1973 dann den ersten Ruf erhalten an die Universität in Münster. Davor hat er in Freiburg die Professur von Eugen Fink vertreten und war dann hier an der Humboldt-Universität bis 2009, von 1990 oder 91 bis 2009 Professor. Danach ist er hier nach wie vor als Emeritus aktiv, war dann in Warschau eine Zeit lang auch Professor. Also Sie merken, er hat eine lange Reihe von akademischen Tätigkeiten an verschiedenen Orten hinter sich. Gastprofessor war er, das zähle ich jetzt gar nicht auf, an ganz vielen Universitäten. Er hat auch eine ganze Reihe von Ehrendoktorwürden erhalten. Und er ist Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, weil er eben auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft war. Seine Schriften bewegen sich im Rahmen der historischen, systematischen Pädagogik und der allgemeinen Erziehungswissenschaft, einmal bezogen auf die Geschichte der Pädagogik, hat geschrieben mit Herbert mit Friedhelm Böcken die Geschichte der Pädagogik, so ein kleines Reklamheftchen, sehr zu empfehlen, ist in der Humboldt-Forschung aktiv, in der Herbert-Forschung aktiv. Ein weiterer Bereich ist die pädagogische Ethik und das Verhältnis von Erziehung und Religion. Und natürlich nicht zuletzt seine allgemeine Pädagogik, mittlerweile auch ein Klassiker. Und so wie ich sehe, die letzte Schrift, die den Anspruch einer systematischen Grundlegung der Pädagogik als allgemeine Pädagogik auch einlöst, in dem Bereich. Und das letzte Werk, auf das ich noch hinweisen möchte, vor 3 Jahren erschienen, ist der Umriss einer allgemeinen Wissenschaftsdidaktik. Und da geht es schon um Lehrerbildung, Unterricht und Forschung. Auch ein Buch, das wir hier in der Lehre und Forschung sehr oft verwenden. Herzlich willkommen, Herr Benner. Freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Ja, lieber Herr Brinkmann, liebe Mitglieder des Forschungskolloquiums Allgemeine Erziehungswissenschaft, ich freue mich sehr über die Einladung, hier über Lehren als Praktik der Erziehung zu sprechen. Der Text, den ich vortrage, ist mehr als die Hälfte des Beitrags, den ich zu dem Handbuch, das die Abteilung herausgibt über Praktiken der Erziehung, verfasst habe. Und ich werde jetzt aus diesem Teil 4 Abschnitte vortragen, also eine Einleitung, dann 3 Abschnitte, einen über Merkmale des Lehrens als Praktik der Erziehung, dann über Bruchstücke einer Theorie des Lehrens als Praktik der Erziehung und dann einen letzten Teil über triadische Strukturen. Was ich nicht vortrage, sind der Teil über die Fehlformen des Lehrens und auch nicht der Teil über das Lehren als Praktik der Erziehung von der Kindheit bis zur Erwachsenenbildung. Also für mich beginnt das Lehren als Praktik der Erziehung, sobald die Muttersprache erlernt ist. Das kommt aber an irgendeiner Stelle auch heute in dem Vortrag jetzt vor. Zu meiner Arbeitsweise möchte ich noch 2, 3 Sätze sagen. Ich bin vor 60 Jahren aus der Philosophie in die Pädagogik und Erziehungswissenschaft gekommen
Und das war bei mir von Anfang an mit der Absicht verbunden, Pädagoge und Erziehungswissenschaftler zu werden und nicht Philosoph zu bleiben. Philosoph bin ich auch, aber nicht im Hauptberuf. Das hat dazu geführt, dass ich Philosophen, die über Pädagogik reden und bei der Philosophie bleiben und gar nicht ankommen, ebenso wenig schätze wie Psychologen und Soziologen, die dasselbe tun. Darum Folge ist, dass ich von der Sache, über die ich reden möchte, auch gleich zu Beginn schon anfange und nicht erst am Schluss dazu komme. Aber das ist bei mir mit einem Mangel verbunden, und zwar mit einem Mangel an methodischer Ausgewiesenheit. Ich mache eine Art Grundlagenforschung, die ist methodisch nicht ausgewiesen, suche dann aber Verbindungen und schätze die Hermeneutik und die Phänomenologie ganz besonders dabei, obwohl ich die Phänomenologie nicht selbst beherrsche. Aber ich habe auch mit empirischer Bildungsforschung kombiniert, Grundlagenforschung. Und es ist erstaunlich, was man aus dieser Methode alles machen kann, wenn man das mit pädagogischer Grundlagentheorie verbindet, was die empirischen Bildungsforscher leider nicht tun. Zu Praktiken der Erziehung habe ich in letzter Zeit drei Texte verfasst, von denen zwei erschienen sind. Das eine ist über Freiheit im pädagogischen Sinne. Das ist ein Aufsatz, der in dem Paragraner von Christoph Wulff erschienen ist. Und der handelt von Anfang an von Freiheit in der Erziehung. Und kommt dann darauf zu sprechen, dass diese Freiheit in drei elementaren pädagogischen Praktiken angelegt und ausgeübt und gestärkt werden muss, nämlich in der Praktik des Regierens, des Lehrens und des Beratens. Und in dem Freiheitsaufsatz ist das Regieren im Zentrum. Dann habe ich einen Vortrag im letzten Jahr in Salzburg gehalten über das Miteinander streiten als eine unverzichtbare Praktik der Erziehung. Da haben wir so etwas Ähnliches wie bei der Sorge. Die Sorge wird zur Praktik in der Erziehung, wenn sie sich mit pädagogischen Operationen verbindet und so auch das Streiten. Also da habe ich mich versucht darüber, wie das Streiten in andere Praktiken pädagogisch eingebaut werden kann und was das dann für ein Streiten ist. Und der dritte Text ist eben der über das Lehren. Der ist noch nicht veröffentlicht und von dem handelt nun die folgenden Überlegungen. Einleitend will ich nur sagen, dass das Bewusstsein von der Unverzichtbarkeit der lehrenden Praktik derzeit im Schwinden begriffen ist. Eigentlich befinden wir uns auf einer Schwundstufe. Und in dieser Einschätzung stimme ich mit Andreas Kruschka und Gerd Biester überein. Kruschka hat in seinem Reklambändchen über das Lehren von den weit verbreiteten Negationen des Lehrens gesprochen. Der Negation des Lehrens in der Lehr-Lern-Forschung, die nur noch Kompetenzforschung ist, und von der Negation des Lehrens in der Reformpädagogik, die von Kindersselbsttätigkeit ausgeht und die Pädagogen als Begleiter versteht und gar nicht mehr weiß, was pädagogische Unterstützung und Gegenwirkung ist. Ja, und im angelsächsischen Raum redet Gerd Biester immer wieder von der Notwendigkeit einer Wiederentdeckung des Lehrens. Der berühmteste Pädagoge, der das Lehren negiert, ist Theo Schulze aus Bielefeld. Wer den persönlich kennt, und ich kenne den 40 Jahre, das ist ein großartiger Pädagoge, aber er will das Lehren vernichten. Er will ohne Lehren auskommen. Er lehrt, auf das Lehren könne man verzichten. Das ist keine experimentelle Attitüde, sondern das lehrt er. Und diesen Widerspruch, lehrend auf das Lehren verzichten zu wollen, er monologisiert immer gegen das Lehren. Das ist Lehren, das ist nicht Lernen. Er ist ein großartiger Gesprächspartner, aber auch und er hat gewirkt. Also wenn Sie heute in den Kindergarten kommen, die reden nur vom Lernen der Kinder. Die lehnen es sogar ab, Kinder auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten. Also Lehren scheint,
undemokratisch, parapädagogisch, unbedingt zu vermeiden zu sein. Auch in der Grundschulpädagogik hat das Lehren keinen Raum zurzeit. Die Verlagerung vom Lehren zum Lernen war auf einer Tagung über Hochschuldidaktik hier Thema. Und die Sozialpädagogen haben zwar lehrende Praktiken, wissen das aber nicht. Auch für sie ist Lehren vom Übel. Diesen Ruf, dass das Lehren auf alle Fall zu vermeiden sei, haben dem Lehren belehrende Praktiken eingebracht. Das Lehren ist durch das Belehren unmöglich gemacht worden. Belehrende Praktiken, die durch Belehrungen beibringen, was gekonnt, gewusst, geglaubt und als richtig angesehen werden soll, sind in der Tat parapädagogische Praktiken. Aber das Lehren, das richtig verstandene Lehren, belehrt überhaupt nicht. Es hilft, Erfahrung und Umgang zu erweitern. Und es begründet Bildungsprozesse, die ohne diese Praktik gar nicht möglich werden. Die lehrende Praktik setzt mit Narrationen ein, erweitert Erfahrung und Umgang durch Narrationen und sie kehrt in den komplexesten Formen des Lehrens wieder zu Narrationen zurück. Dieses Narrative in der Welt sein, sich mit anderen darüber unterhalten und verständigen können. Das ist die Ausgangs- und Zielpraktik der lehrenden Praktik als einer Praktik der Erziehung. Und das möchte ich nun in drei Teilen vorstellen. Der erste Teil, Merkmale der lehrenden Praktik, der ist nicht phänomenologisch, aber phänomenar. Der zweite Teil, Bruchstücke dazu, so ein kleiner Marsch durch die Problemgeschichte von Platon bis Dewey und Prange. Und dann der dritte Teil, triadische Strukturen, die für diese Praktik, aber auch für andere kennzeichnend sind. Der Teil zu den Merkmalen der lehrenden Praktik, da fange ich an mit Wolfgang Sünke. Der hat eine Phänomenologie des Unterrichts geschrieben, die aber keine Phänomenologie des Lehrens und Lernens ist. Aber einige Merkmale des Lehrens hat er dabei sehr gut getroffen. Er hebt zwei Merkmale der lehrenden Praktik hervor. Erstens, sie arbeitet mit Unterbrechungen. Das ist übrigens ein Merkmal aller Praktiken der Erziehung. Jede Praktik setzt mit einer Unterbrechung eines Zusammenlebens ein. Die muss auch als Unterbrechung gekennzeichnet werden. Zum Beispiel, wenn ich Sorgepraktik mache und ich sorge permanent, ist das keine Praktik der Erziehung. Das muss beginnen und enden. Und so auch beim Lehren. Also Sünkel ist für mich derjenige, der am klarsten erkannt hat, dass die lehrende Praktik schon immer, und zwar schon in der Steinzeit, mit Unterbrechungen eingesetzt hat. Das zweite Merkmal ist, auch das ist Sünkels Leistung, dass die lehrende Praktik mit einer Unterbrechung nicht beliebig einsetzt, sondern deshalb einsetzt, weil etwas aus Erfahrung nicht gelernt werden kann. Und der Mut, den er hat, das an einem steinzeitlichen Bogenschnitzer zu erläutern, der verdient höchste Anerkennung. Ein Bogenschnitzer trifft auf einen Jungen, der bei ihm beim Schnitzen beobachtet und offenbar will der Junge das lernen und interessiert sich dafür. Eigentlich will der Bogenschnitzer mit Jungs nichts zu tun haben, der will den Bogen schnitzen. Aber weil das Kind so interessiert zuguckt, macht er eine Unterbrechung. Er hört auf zu schnitzen und dann erzählt er ihnen, wo er das Holz sich beschafft für den Bogen, welche Instrumente er benutzt, was ein guter Bogen können muss und wie er ihn herstellt. Das alles macht er so, dass der Junge noch viel mehr Interesse am Bogenschnitzen bekommt, als bloß durch Zugucken. Und dann sieht man, dieser Bogenschnitzer ist ein guter Schnitzer, aber ein schlechter Lehrer.
Er macht einen Fehler. Er schnitzt an dem einen Ende von dem Bogen, gibt, nachdem er den Bogen horizonterweiternd, also unterrichtet hat, gibt ihm ein Messer in die Hand und er schnitzt nun am anderen Ende des Bogens. Und nach wenigen Augenblicken hat er einen Schnitt getan, das ganze Holz ist verdorben. Man kann dieses Holz nicht mehr für einen Bogen benutzen. Und Sünkel beschreibt die Wut dieses Bogenschnitzers, aber merkt nicht, worin der Fehler dieses Bogenschnitzers gelegen hat. Er hat nicht beherrscht, dass der Übergang von der erfahrungserweiternden Praxis nicht in das gemeinsame Tun stattfindet, sondern dieser Übergang von der pädagogischen Praktik des, Praxis des Lehrens in das gemeinsame Schnitzen, da braucht es einen großen Zwischenraum für Bildungsprozesse. Die macht der Junge nicht bei seinem Lehrer, sondern bei den Bögen. Der braucht unbedingt ein Holz, an dem er schnitzen lernt. Und das hat der Bogenschnitzer übersehen. Alle pädagogischen Prozesse sind Unterstützungen für Bildungsprozesse, die mit einer widerständigen Welt, hier der Bogen ist widerständig, stattfinden. Und diese Seite der lehrenden Praktik, hat der Bogenschnitzer bei Sünkel und ein bisschen hat auch Sünkel dies nicht gesehen. Erfolgreiche Lernprozesse arbeiten mit Unterbrechungen, die zu Erfahrungserweiterungen führen, aber diese müssen dann in ein Lernen und in Bildungsprozesse übergehen, die nicht mit dem Lehrer gemacht werden, sondern an einer Sache, an einer Aufgabe und einem Problem. Diese lehrenden Praxen setzen als muttersprachliches Miteinanderreden ein. Der Bogenschnitzer lehrt in der Muttersprache. Und dieser Lernaneignungsprozess der Muttersprache ist immer die Sicherung einer Voraussetzung für narratives Lehren. Wer die Muttersprache erlernt hat, kann narrativ Erfahrungserweiterungen im Medium der Sprache durchlaufen. Die Muttersprache ist eine Voraussetzung, sie wird nicht durch Lehren erlernt. Das ist interessant. Wir lernen die Muttersprache ohne Lehrer. Wir lernen auch laufen und krabbeln und sehen und greifen und vieles andere mehr ohne Lehrer. Die lehrende Praxis ist keine erste Erziehung. Aber die Aneignung der Muttersprache ist Voraussetzung dafür, dass man kooperieren und in die lehrende Praxis eintreten kann. Übrigens eine Seitenbemerkung. Das Schlimme an Tomasello ist, dass er das nicht gesehen hat. Er hat die Bedeutung der Sprache für Kooperieren übersehen. Und Kinder haben mit Sprache schon vor der Geburt und sofort nach der Geburt und beim ganzen Erlernen der Muttersprache zu tun. Und wenn sie kooperieren lernen, lernen sie das immer schon leiblich und sprachlich. Wie heißt der Sprachwissenschaftler von der FU, der in den Humboldt-Vorlesungen auch dabei war? Der hat... Das war Mattek, dann kam... Trabant. Genau, ja, Herr Trabant. Ja, und der Trabant hat dem Tomasello nachgewiesen, Sie haben die Sprache schon bei Ihrer Erforschung des Kooperierens unter Tieren vergessen. Auch Tiere kooperieren schon mit Zeichengesten, die an sprachliche sich evolutiv vorab anlehnen. Und wer die Sprache beim Kooperieren draußen hat, der kann schon die Tiersprache nicht verstehen, denn auch die Tiere artikulieren solche Hinweise sprachlich mit ihrem eigenen Leib. Ja, lehrende Erfahrungs- und Umgangserweiterungen haben immer eine doppelte Richtung. Sie wollen, dass bestimmte Erweiterungen stattfinden und andere nicht.
Darin besteht die lehrende Erfahrungs- und Umgangserweiterung, dass nicht beliebig erweitert wird. Und auch das hat der Bogenschnitzer bei Sünkel in der lehrenden Vorabunterweisung draußen gelassen. Der Bogenschnitzer hätte den, bevor er mit dem Knaben anfängt, gemeinsam zu schnitzen, auf die Gefahren hingewiesen, die bei dem Gebrauch des Messers entstehen. Jetzt mache ich einen Sprung von der Anfang der lehrenden Praktiken an das Ende, also in die Jetztzeit. Bei uns, also in verwissenschaftlichen modernen Gesellschaften, gibt es zuhauf Tatsachen und Sachverhalte, die nicht gelernt werden können. Zum Beispiel in der verwissenschaftlichen Welt kann nichts einfach durch Erfahrung gelernt werden. Wer Lichtschalter an- und ausmacht, wer die Wärme aus einer Wärmepumpe bezieht, der lernt nie und nimmer, wie das funktioniert. Er kann gar nicht lernend bis zu den Gründen vordringen. In der Leibesbildung, in der Musik, in den bildenden Künsten, im Sport, das lernt man nicht durch Zugucken. Also Musik, Kunst, Sport, Medienumgang wird nicht durch Mitmachen gelernt. Das sind viel komplexere Prozesse. Auch Fremdsprachen lernt man nicht durch Mitmachen. Schon der Übergang von der Muttersprache in die Schrift braucht einen Lehrer. Die nicht erfahrbare Geschichte ist nicht lernbar. Sie können nicht lernen, dass es die Berliner Mauer nicht mehr gibt. Das sind viel komplexere Prozesse. Und so können wir sagen, alles, was in unserer verwissenschaftlichten Gesellschaft heute begriffen, verstanden, gewusst werden muss, ist ohne die lehrende Praktik überhaupt nicht vermittelbar. Und jetzt fasse ich zusammen. Man kann erstens sagen, sie setzt mit Unterbrechungen ein. Und diese Unterbrechungen müssen auch wieder beendet werden. Das geschieht durch den Übergang in narratives Miteinanderreden über die Sache. Auch im Physikunterricht muss man am Ende wieder narrativ darüber reden. Wer in einen zivilgesellschaftlichen Diskurs über die Folgeprobleme der Verwissenschaftlichung eintreten will, muss aufhören, in Wissenschaft zu reden. Er muss lebensweltliche Sachverhalte mit einbeziehen. Zweitens, sie erweitert Umgang und Erfahrung. Und zwar, sie erweitert die Welterfahrung. Und sie erweitert die Art, wie wir mit diesen Erweiterungen umgänglich unter Menschen umgehen. Also eine doppelte Erfahrungserweiterung. Drittens, sie sichert Übergänge von der Muttersprache in die Schriftsprache, von der Schriftsprache und der Muttersprache in die Fremdsprachen, von den Sprachen in die Wissenschaften, in die Geschichte, in das Verstehen der Gesellschaft. Und viertens, Lehren findet nicht in den Ernstsituationen des Lebens statt, sondern in Räumen und Orten für ästhetische Wahrnehmungs-, Erfahrungserweiterung, für Imagination, für Voraussicht und Reflexion. Die Alten haben gesagt, Lehren und Lernen findet in Muße-Situationen statt. Nicht bei der Arbeit, nicht bei der Ausübung einer politischen Praxis, sondern in Räumen, die ich gleich als Blickwenderäume umschreiben werde. Und damit bin ich schon beim Übergang in Bruchstücke aus klassischen Texten der Bildungs- und Erziehungsphilosophie und der allgemeinen Pädagogik. Das ist der dritte Teil jetzt nach Einleitung und Merkmalen. Der meines Wissens nach älteste Text über die lehrende Praktik der Erziehung ist in Platons Politeia zu finden, und zwar in dem berühmten Höhlengleichnis. Das handelt von einem misslungenen Versuch zu lehren, der aber die Gründe für das Misslingen aufdeckt. Es ist noch kein pädagogisch-didaktisches Lehren. Es ist ein misslungenes Lehren an einem Beispiel, das für Platon ein Beispiel für die Bildung von Philosophen war. Wir verbinden mit dem Beispiel aber nicht eine Philosophenschule,
sondern eher das Kino. Für uns ist das Höhlengleichnis ein als Erfahrungsraum ein Gleichnis für das Kino, und es gibt auch einen ganz berühmten Film, der hat es so interpretiert. Das Arrangement ist ganz simpel. In einer Höhle sind Menschen gefesselt und schauen gleichgerichtet auf eine Wand, auf der sie Bewegungen sehen, über die unterhalten sie und sich und schließen Wetten ab, welche Gegenstände wohl als nächstes kommen werden. Sie sind muttersprachlich unterwegs, streiten sogar. Und jetzt kommt der Übergang in einen Bildungsprozess. In edukativer Absicht werden einem der Höhlenbewohner die Fesseln gelöst und Erfahrung und Umgang werden erweitert, indem er gezwungen wird, den Blick nach hinten zu wenden. Da sieht er ein Feuer, vor dem Gegenstände hin und her getragen werden. Und er erkennt, dass das, was die Höhlenbewohner sehen, Schatten sind, die von einer Bewegung im Hintergrund herkommen. Daraufhin wendet er den Blick freiwillig noch zur Außenwelt der Höhle. Das ist freiwillig. Er ist so weit schon durch edukative Unterstützung belehrt worden, dass er anfängt, sich selbst zu belehren und guckt nach draußen, sieht die von der Sonne beschienene Welt, weiß nun, wo die Gegenstände herkommen, die hinten hin und her getragen werden, weiß auch, woher das Feuer kommt. Es war nicht ursprünglich in der Höhle. Und nun weiß er so viel, die Welt der Höhlenbewohner, die Welt hinter den Höhlenbewohnern, die Welt draußen, dass es ihn in die Höhle zurücktreibt und er den dort Gefesselten von seinen neuen Erfahrungen erzählen will. Das misslingt. Sie glauben, er sei mit verdorbenen Augen zurückgekommen, und Platon übertreibt, um an den Sokrates zu erinnern, und trachten ihm nach dem Leben. Dann kommen die Folgerungen, die Platon aus diesem gescheiterten Belehrungsversuch folgen. Er sagt, Lehren ist nicht Belehren, sondern Lehren ist die Kunst der Umlenkung des Blicks. Man kann niemandem etwas in sein Gesicht einsetzen. Man kann niemanden in den Tastsinn etwas einsetzen, sondern man muss den Blick wenden zwischen dem einen und dem anderen gesehen, dem einen getast und dem anderen getast, dem einen Gehörten und dem anderen Gehörten. Erziehung ist die Kunst, den Blick zu wenden. Ich habe falsch gesagt, ich muss sagen, Bildung ist die Kunst, den Blick wenden zu können. Erziehung aber ist die Kunst, andere zur Wendung des Blicks auffordern zu können. Das ist für mich das älteste Fragment zu einer Theorie von Erziehung und Bildung angewandt auf Lehren und Lernen. Ja. Der zweite, vielleicht der erste, der das auf Kinder angewendet hat, ist Rousseau. Rousseaus fünf Bücher des Emils, 1, 2, 3, 4, 5, habe ich so aufgelistet, dass die frühe Kindheit dem Muttersprachenerwerb dient und Voraussetzungen für die lehrende Erziehung sichert. Dann kommt die eigentliche Kindheit, zweite Lebensphase. Da findet narratives Lehren statt, das Lernprozesse im Lesen und Schreiben vorbereitet. Dann kommt die eigentliche, die frühe Jugend. Da wird Erdhimmelskunde, die Anfangsgründe der Wissenschaften, thematisiert. Dann kommt die eigentliche Jugend, da finden ethisch-moralische Bildungsprozesse statt und zum Schluss politische. Und das Interessante an dieser Gliederung ist, man darf das nicht so interpretieren, wie man sagt, politische Lernprozesse finden erst zwischen 15 und 20 statt und moralische zwischen 12 und 15, sondern das ist eine Exemplarik. Also von jedem Lebensalter erläutert Rousseau A, eine Voraussetzung für lehrende Praktiken und dann, was durch lehrende Praktiken danach vermittelt werden kann. Ein Beispiel für die lehrende Praktik, die nicht sozialisatorisch ersetzt werden kann, greife ich jetzt heraus aus dem
Alter der eigentlich Jugend der religiösen Bildung. Da tritt ein Vikar aus Savoyen auf, der dem Jean-Jacques, Lehrer von Emile und dem Emile, sein religiöses Leben erzählt. Er war Katholik, dann hat er irgendeine Verfehlung begangen, vermutlich hat er mit einer Frau geschlafen, dann ist er Protestant geworden und das Gewissen ist nicht zur Ruhe gekommen. Am Ende ist er wieder Katholik geworden und jetzt erzählt er Emil von seinen Irrungen in Glaubenssachen. Und dann kommt sein Glaubensbekenntnis. Das ist ein Glaubensbekenntnis, das ist durch die Geschichte der Reformation und Glaubenskämpfe hindurchgegangen. Dieses Glaubensbekenntnis ist durch die Konflikte zwischen neuzeitlicher Wissenschaft und Religion hindurchgegangen. Und dann kommt die Stelle, die ich zitieren möchte. Rousseau sagt nicht, wie Emile das lernt, von dem jetzt die Rede ist, sondern was er als Kompetenz am Ende besitzen soll. Und der einfache Satz lautet: Unter Gläubigen ist Emil in der Lage, ein Atheist zu sein. Unter Atheisten kann er glauben. Also eine Kompetenz durch Erfahrungserweiterungen, über die der Vikar berichtet hat, die dazu befähigt, die Gründe gegen und für Religion im Streit darüber nennen zu können. Das ist nicht die ganze religiöse Bildung, aber das ist die religiöse Bildung, die bis heute durch lehrende Praktiken unterstützt werden kann. Also so etwas kann man bei Rousseau für jedes Lebensalter finden. Jetzt kommt meine dritte problemgeschichtliche Station. Platons Begriff der Paideia, als der doppelten Kunst im Blick zu wenden, den eigenen und den anderen, und Rousseaus Theorie der Erziehung auf Verhältnisse nach der Französischen Revolution anwendend, hat Fichte in seiner Grundlage des Naturrechts von 1896, Jakobinerzeit, formuliert: Aufforderung zur freien Tätigkeit ist das, was man Erziehung nennt. Ich habe diesen Satz für mich wiederentdeckt und zu einem Prinzip der Theorie der Erziehung erhoben. Und habe Kritiker gefunden, die gesagt haben: Ich fordere dich zur Selbsttätigkeit, ist doch auf, ist doch nicht Erziehung. Die Kritiker haben völlig recht. Ich kann nicht sagen, ich fordere dich zur Selbsttätigkeit auf. Ich muss jemanden zur Selbsttätigkeit wirklich auffordern. Aber das tut, kann man nicht durch Nachsprechen des Satzes, sondern das verlangt ganz andere Operationen, unter anderem Lehrende. Und das schönste Beispiel, was Fichte dafür hatte, er hat ganz wenige Beispiele, ist das Beispiel der Findung des Dreieids. Und dieses Beispiel ist ein lehrendes Beispiel. Im Fichtes Dreiecksbeispiel wird nicht gesagt, ein Dreieck hat drei Ecken. Und guckt hier, dieser Figur hat drei Ecken, das ist ein Dreieck. Das Wort sagt schon, was das Dreieck ist. Das ist Belehren. Nein, Fichte sagt, man gebe Kindern eine beliebige Anzahl von Geraden und fordere sie auf, herauszufinden, wie viele man mindestens braucht, um eine Fläche zu begrenzen. Und jetzt gehen die einzeln oder in einer Gruppe mit diesen Stöcken rum und legen alle möglichen Figuren und finden das Dreieck. Dieses Dreieck haben sie gefunden, weil sie aufgefordert sind, herauszufinden, mit wie vielen Stöcken man mindestens braucht, um einen Raum zu begrenzen. Und nachdem sie dieses Dreieck gefunden haben, können sie jetzt noch hunderte andere Fragen an dieses Dreieck stellen, aber die kommen wieder von einem Lehrer, der in dieses Dreieck, das sie gerade gefunden haben, und jetzt sind sie glücklich, das zu wissen, wieder fraglich macht. Also, wir haben hier ein Beispiel einer lehrenden Praktik, die zu einer Selbsttätigkeit auffordert, und zwar so, dass eine bearbeitbare Fragestellung entsteht, an der man lernen kann. Das ist Lehren, nicht Belehren, ein Dreieck hat drei Ecken.
die Winkel sind zusammen 180 Grad und all so Zeug. Nein, das Problem durch Fragen erzeugen und dann bearbeiten lassen. Mein Lieblingsautor unter den allgemeinen Pädagogen, der an der Stelle weitergemacht hat, ist Herbert, der hat die lehrende Praxis in eine Reihe der Erfahrungserweiterung und eine Reihe der Umgangserweiterung gerückt und er hat sie vom Belehren abgegrenzt. Ich will zwei Sätze, lebensweltliche Sätze, alltägliche Sätze sagen. Der eine Satz lautet, das Gewissen geht mit in die Oper. Also, er ist der Meinung, Opern sind so gut, weil sie den Konflikt im Betrug, im Liebesspiel, im Verrat, beim Umbringen der eigenen Frau in einer Macbeth-Oper oder wo auch immer, das stellt die Oper dar, aber sie moralisiert es nicht. Und das Gewissen der Zuschauer geht mit in die Oper, es geht mit im Schauspiel in die Tragödie. Und dann fängt es an zu beurteilen. Lehrende Praktik der Erziehung erweitert Erfahrung und Umgang so, dass Kinder und Jugendliche zu urteilen beginnen. Das ist die Wirkung der lehrenden Praktik. Und die andere Stelle lautet, schon die Absicht zu bilden, verdirbt Texte für Kinder. Ja, Viele Texte für Kinder werden von den Kindern so geliebt, weil darin negative Erfahrungen, Überraschungen, das Gute und das Böse und wie es passiert, gelernt werden kann. Weil es bildende Texte sind, die Erfahrung und Umgang erweitern. Und Herbert war auch derjenige, der gesagt hat, Erziehung wirkt durch ästhetische Kausalitäten. Immer wieder wird gerätselt, was wohl diese ästhetischen Kausalitäten sind. Es sind die Kausalitäten von Platons Blickwendekunst. Der Blick muss gewendet werden, das ist die ästhetische Kausalität. Und wenn er gewendet ist, dann zeigt sich im Blick etwas, es wird nicht gezeigt. Der Lehrer zeigt nur, wie der Blick gewendet werden muss, dann zeigt sich etwas. Das ist die ästhetische Kausalität. Und der Knabe lernt. Die berühmtesten Artikulationstheorien für Blickwendungen sind die von Herbert und Dewey. Und die würde ich gerne mal kurz zeigen. Habe ich schon. Ist schon da. Da haben wir links Herbert und rechts Dewey. In Herberts allgemeiner Pädagogik gibt es vier Artikulationsstufen der lehrenden Praktik. Klarheit, Assoziation, System, Methode. Man gehe beim Lehren aus von etwas, was dem Kind schon klar ist. Dann muss man sich was hinzudecken. Dann gehe man zu was anderem, was ihm auch klar ist. Dann zeige man auf beides. Jetzt kommt die Stufe der Assoziation. Das Kind wird dies miteinander verknüpfen. Und der Lehrer soll das so machen, dass eine gute Ordnung des Wissens daraus entsteht. Klarheit, Assoziation, Verknüpfung. Und zum Schluss, scheinbar, wie bei den Entwicklungspsychologen, wird aufgedeckt, welche Methode dem Verknüpfen zugrunde lag. Herbert, Dewey, man gehe von einer primären praktischen Erfahrung aus. Man konfrontiere diesen mit einem Problem. Die Erfahrung, dass im Wasser alles untergeht. Jetzt konfrontiere man diese mit einem Problem, das was schwimmt. Und dann bearbeite man drittens Beobachtungen, Informationen, entwickle dann schließlich Hypothesen und Erklärungen für dieses Phänomen. Und anschließend wende man es an, auf irgendwas anderes. Zwei verschiedene Artikulationstheorien des Unterrichts. Jede mit Stärken und Schwächen. Die Stärke Deweys ist,
die Konfrontation mit einem Problem, das zum Denken auffordert. Die Irritation, dass Lehren muss bei seinen zeigenden Operationen, bei den Blickwendungen, eine Irritation erzeugen. Das ist die Stärke von Dewey. Die Stärke von Herbert ist, dass die Methode am Anfang und Ende steht. Denn Dewey hat eine Einheitsmethode. Er nennt sie Pragmatismus und er entwickelt sie merkwürdigerweise aus den Naturwissenschaften. Er hat eine universalistische Theorie des Lehrens und Lernens. Herbert nicht. Herbert weiß, Erfahrung wird anders erweitert. Aristotelisch-teleologisch oder scientifisch-baconianisch oder Newton-hypothetisch. Herbert unterscheidet diese drei Erfahrungserweiterungen. Und er weiß, Umgang wird anders erweitert als Naturerfahrung. Umgang wird hermeneutisch erweitert. Das ist eine andere Erfahrungserweiterung. Und die Methode spricht für Methoden. Es gibt Methoden der Erfahrungserweiterung und Methoden der Umgangserweiterung. Davon hat Dewey keine Ahnung. Wir müssen die Stärken von Herbert mit den Stärken von Dewey kombinieren. Und wir müssen einen naturwissenschaftlichen Unterricht machen, in der die Methode nicht wie bei der Entwicklungspsychologie am Anfang, sondern schon am Ende, sondern schon am Anfang steht. Die ersten Zeigehinweise müssen auf eine Sache, ein Problem und eine Methode mit dem Problem umzugehen erweitern. Das ist die Kunst des Lehrens, dass die Methode nicht am Ende aus dem Hut kommt, sondern am Anfang schon mit induziert wird. Ja, in den Operationen der Irritation und Blickwende Unterstützung ist Dewey Herbert weit überlegen. Aber es gibt noch einen kleinen Punkt, wo Herbert, der sonst sehr schulmeisterlich in diesen Stufen ist, über Dewey hinausführt. Das ist das nächste Schema. Denn das habe ich auch erst nach 20 Jahren Herberts Studium gemerkt, er spricht von Kausalität, von Kausalitäten in den Praktiken der Erziehung, von Wirkungen erzeugen in den Praktiken der Erziehung. Und er hat die zwischen der bildenden und der edukativen Kausalität unterschieden. Er verwendet sogar die Begriffe erziehend und bildend dafür. Die erziehenden Kausalitäten sind zeigen, verknüpfen, lehren, philosophieren. Das sind die Handlungen, die von einem Lehrer ausgehen. Er zeigt auf etwas, er fordert auf, etwas zu verknüpfen. Dann lehrt er, aber auch das Zeigen ist schon Lehren und das Verknüpfen. Dann lehrt er explizit mit Blick auf die Ordnung und zum Schluss deckt er die Methode auf. Und das tut er philosophierend. Jetzt reflektiert er philosophisch über den Gang. Die Schüler aber zeigen nicht, sie verknüpfen nicht so, wie der Lehrer verknüpft, sie lehren nicht, sie philosophieren auch zunächst nicht, sondern sie merken auf etwas, was in den Blick gekommen ist. Sie erwarten Zusammenhänge, das sind die Hypothesen, die die Schüler haben, sind Erwartungen. Sie fordern Zusammenhänge und prüfen heraus, ob sie bestehen oder nicht. Und dann handeln sie, denn sie lernen jetzt ohne Lehrer weiter. Sehen Sie, und wenn wir dieses Merken, Erwarten, Fordern, Bedenken und Handeln, dann haben wir die Deweyschen Stufen. Dewey hat die operativen Stufen der Schüler zu den Stufen des Lehrens gemacht. Herbert aber hat gezeigt, was der Lehrer tun muss, damit die Schüler anfangen zu lehren. Und Herbert hat die Methode pluralisiert. Er hat die Artikulation, die lehrende Artikulation als Erziehende und die bildende Artikulation als Veränderung von Selbst und Sache differenziert. Und bei der bildenden Kausalität kommen Dewey-Stufen nun vor, die zunächst gar nicht da waren.
Da ist Hypothesenbildung durch Fordern und Erwarten. Die Forderungen können ja enttäuscht werden. Da kommt die Negativität hinein, die du schon ganz klar auf den Begriff gebracht hast. Es fehlt also nichts, sondern das, was Dewey ausmacht, diesen Einheitstheoretiker von Lehren und Lernen in allen Wissensformen, in allen Bereichen, ist bei dem Differenztheoretiker Herbert in den Stufen als bildende Kausalität eingebaut. Ich komme zum letzten Teil. Triadische Strukturen in der Lernprozessen. Ich habe verschiedene Triaden entwickelt in dem Versuch einer allgemeinen Wissenschaftsdidaktik. Ich will nur drei nennen. Das eine ist die operative Trias von Fragen zeigen und antworten. Pranger kennt nur das Zeigen und er differenziert es in ostentatives, demonstratives. Ich glaube, fünf Zeigesorten hat er. Das sind Zeigesorten in verschiedenen Praktiken der Erziehung. Das ist genial, das ist sauber und gut gemacht. Aber er hat nicht das Fragen, das dem Zeigen vorausgeht, dass etwas fragwürdig gemacht wird. Ich kann nicht zeigen, wenn ich nur zeige. Der dem etwas gezeigt wird, weiß nicht, worauf er gucken soll. Das ist ja oft im Unterricht so, dass die Lehrer was zeigen, aber die Schüler verstehen nichts, weil das Gezeigte war nicht fragwürdig. Also fragwürdig etwas machen, dann auf was zeigen und dann eine Antwort hervorlocken. Sie sehen sofort, Aufforderung zur freien Selbsttätigkeit schließt Fragen, Zeigen und die Selbsttätigkeit des Antwortens ein. Das ist die erste Trias. Wer lehrt, muss fragwürdig machen, muss zeigen und Antworten hervorrufen. Das ist ein nicht belehrendes Lehren. Bei Platon kommt dieses Fragen, Zeigen, Antworten nicht im Höhengleichnis vor, aber in jedem Dialog beim dialogisierenden Sokrates. Der fragt die Leute blöd, dann lässt er die was zeigen und er zeigt ihnen auch etwas, nichts Richtiges kommt raus, die Antworten sind alle falsch, jedenfalls in den Frühdialogen. Und dann geht es weiter und jeder Dialog endet mit dem Satz, demnächst mehr davon, demnächst weiter. Wenn man sagt, Philosophie studiert und diese Dialoge liest, fragt man sich, warum? Man begreift es erst gar nicht, bis man merkt, dass da mehr ein Wesentliches getroffen ist. Weil die Philosophie keine belehrende Wissenschaft, sondern eine philosophierende Wissenschaft ist. Gut, das ist die erste Trias. Die zweite Trias ist die Trias von Subjekt, Objekt und Methode. Ich habe in Bonn studiert, dort hat Theodor Litt gelehrt. In meinem ersten Semester hat er dort noch gelehrt. Er ist der Repräsentant dieser Trias von Subjekt, Methode, Objekt. Und er hat diese Trias an den Naturwissenschaften entwickelt. Das ist seine Leistung und seine Grenze. Wer naturwissenschaftlich zu fragen, zu denken und zu urteilen beginnt, der verwendet eine Methode, die von ganz vielem absieht. Von dem Ort, an dem was geschieht, der Zeit, in der was geschieht, dem Zweck, warum was geschieht. Alles das interessiert ihn nicht. Es interessieren ihn nur Dinge, die auf ein Naturgesetz zu bringen sind. Und das hat Litt hervorragend herausgearbeitet, nämlich die Selbstdisziplinierung des Subjekts zu einem Subjekt, das Welt vermisst. Und zweitens die Transformation des Objekts. Die Objekte werden entsinnlicht, bedeutungsentleert, quantifiziert, entqualifiziert. Diese Trias von Subjekt, Objekt, Methode ist Litts Beitrag zur Didaktik der Naturwissenschaften. Geklaut hat er die Kategorien der Entsinnlichung, Bedeutungsentleerung, Entqualifizierung, die sind nämlich von Husserl. Und die hat Husserl in der Krisisschrift entwickelt, die hat Litt gelesen, aber er hat nicht verstanden, was Husserl damit meint. Und jetzt kommt der kleine Benner hinzu und sagt, ja, die Trias gibt es in allen Methoden, auch bei Husserl. Husserl hatte gerade eine Methode gewählt, die nicht bedeutungsentleert, nicht entsinnlicht, nicht quantifiziert. Aber auch das ist eine Methode,
die zwischen einem Subjekt und einer Welt vermittelt. Das Subjekt sieht anderes. Es hat auch eine andere Subjektstellung in der Phänomenologie als in den Naturwissenschaften. Also Lehr-Lernprozesse haben es immer mit der Trias von Subjekt, Methode und Objekt zu tun. Das knüpft an Herberts letzte Stufe der Methode an. Und da steht rechts Philosophieren. Wenn ich die Subjekt-Objekt-Methoden-Korrelation bearbeite, an welcher Wissenschaft auch immer, dann gehe ich über mit Husserl in die Phänomenologie, nach Herbert in die Philosophie. Ja, es gibt noch eine dritte Kausalität, die haben wir aber schon gehabt. Das ist die Kausalität von edukativer Unterstützung durch einen Lehrer, bildender Erfahrung an der Sache und der daraus entstehenden Kompetenz, ohne lehrende Unterstützung weiterzuarbeiten. Alle pädagogischen Prozesse haben diese Trias: Education, bildende Erfahrung und Kompetenz. Und diese Trias ist natürlich beim Lehren eine andere als beim Beraten. Und beim Lehren in Erfahrungserweiterungen eine andere als bei Lehren in Umgangserweiterungen. Auf diese Trias kommt es an. Edukative Unterstützung, bildende Erfahrung, methodische Kompetenz. Wir sind heute am Zenit der Vernachlässigung des Lehrens. Wir haben eine Bildungsforschung, die Output-Kompetenzen misst und sich überhaupt nicht dafür interessiert, durch welche edukativen lehrenden Unterstützungen, durch welche bildenden Erfahrungen an der Sache Kompetenz entsteht. Sie messen Kompetenz, ohne zu fragen, durch welche Education, Bildung, Kompetenz entsteht. Darum sind Ihre Ergebnisse bedeutungslos und Ihre Wirkungen führen zu seit 12 Jahren abnehmenden Kompetenzleistungen von Schülern. Es ist dringend an der Zeit, die lehrende Praxis zu wiederaktivieren. Und Ihr Forschungskolloquium hier über Praktiken der Erziehung ist ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir auf den richtigen Weg zurückkehren. Ich danke Ihnen. Thank you.